Das hat uns jetzt etwa eine Woche lang beschäftigt, weil wir ungefähr am gleichen Punkt wieder sind, wo wir damals waren. Gestern haben wir auf der Biennale sogar extra einen Stift gekauft, um das Video aufzuzeichnen, während wir unsere Gedanken aufzumalen versuchten. Aber das haben wir wiederum hinausgeschoben. Dann dachten wir, wir machen es auf der Fähre. Auf dem Weg dorthin befinden wir es, aber es schiebt sich hinaus, sodass man jetzt extemporibus versucht, den ersten Anfang zu machen. Badiou und Milnaire versuchen, die Psychoanalyse und die Wissenschaft als einen Diskurs festzumachen, der hinausläuft, der sich im Zwischenraum aufhält zwischen dem Unendlichen und der Kontingenz. Das mag einerseits so zutreffen, aber wir glauben, es geht bei der Psychoanalyse um etwas völlig anderes. Es geht um das Umkreisen des spezifischen Objekts klein a, um das Umkreisen des Begehrens, um das Umkreisen dessen, was wir witzigerweise wiedergefunden haben von vor 30 Jahren, als wir einen Roman mit dem Namen des Rhizoms schon betitelten, um jedes Spinnennest, das wir gestern in der Biennale gesehen haben, um jene spezifische Wurzelstruktur eines Weltbaums, den unser Gehirn, den unsere Seele, den unser Unbewusstes darstellt, als die göttliche Struktur, die jedem zu eigen ist. Es geht um die Selbsterkenntnis im Wiederholungszwang des Umkreisens jedes Objekts klein a. Und das ist zum Beispiel im Graf des Begehrens von Lacan geschildert, sich anzunähern an dieses Objekt A, an den Kern immer näher heranzukommen. Der Widerstand wächst, man stößt ab auf den Planetenbahnen um die heiße Sonne herum, um den brennenden Signifikanten herum und landet dann ausgehend von der Begierdespannung am Endpunkt des Schlusses der Schleife und beginnt wieder von vorne. Es gibt die zwei Wege der neurotischen Umkreisung des Objekts oben über den zweifach gestaffelten Begehrenspfad und es gibt die kurzen Abkürzungs-Schnell-Autobahnweg der Perversion, der das Objekt unterschneidet, indem es sich nicht um das Objekt klein a schert, sondern das Ziel der Triebschleife ist die Handlung als solche und nicht das Erreichen des Objekts. Das Objekt stellt nur Mittel zum Zweck dar, aber wir wollen hier nicht über die Perversion reden. Wir wollen hier um dieses Umkreisen des Objekts darstellen. Und das Ziel ist also dieser im Kern steckende, unerreichbare Ort des Göttlichen, des Unbewussten, meiner je eigenen Struktur, die ich indirekt erschließen kann, indem ich reziprok antizipatorisch beobachte, welchem Wiederholungszwang ich unterliege, welchen Begehrenszügen ich nacheifere, wohin das gehen soll. Das ist das Ziel, das wird aber vom Badiou oder Milnaire schon gleich gar nicht benannt. Die Dialektik zwischen Unendlichkeit und Kontingenz, Fortsetzung folgt gleich.